Oh, herzlich willkommen. Da haben wir heute Folgendes vor. Wir werden die Autodrive-Kurse mal ein bisschen einzeichnen. Ich zeige euch, was passiert ist. Also zu meiner Linken. Fehler kein Image und sind jetzt auch schon wieder gewachsen. Zu meiner Rechten seht ihr, wir sehen auf einer asphaltierten Straße die Feldwege links nicht bearbeitet worden, aber rechts. Hier. Mal alles abfahren. Ich werde auch dann einen Autodrive-Kurs erstellen. Genau, das ist alles. Überlegen wir das am besten. Was hier machen. Daran. Da ist natürlich thematisch hier abbrennend. Gut, 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 Plan A wird natürlich sein. Wenn das mit dem John Deere nämlich machen. Beim Anhänger, wenn wir das hier machen. So. Wieder mehr abladen. Das ist gut zu wissen, dann sind wir wieder raus. Wenn das Ganze hier beginnen. Händler. Weiter wird es dann da entlang gehen. Darunter, dass ich selber auch durchgezogen habe, ein bisschen ändern und anpassen. Dann kommt der Punkt. Reinfahren.
jetzt gerade durch. So. Gut. Das ist eigentlich Schritt 1. Wir werden da hinten nämlich eine Alternativroute machen. Das ist die andere Route.
So. Schön weitermachen können. Aber mir fällt 55 anbauen. Witzig.
So. Weiß nicht, ob wir die wichtigsten Sachen haben. Anderes. So. Wenn das noch Tag fahr jetzt Tankstelle Händler. Wollt ihr jetzt bis auf die Hauptstraße rausfahren? Ich denke, wenn man nämlich anders bin. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Oh, sollte das funktionieren, nämlich jetzt? Wenn ich jetzt einmal dann ein Feld probieren abzuernten. Dann schauen, dass er das Stroh ganz alleine abfährt. Beziehungsweise könnten wir eigentlich auch überlegen, könnten wir das jetzt anschauen. Die Planung, wie wir die Feldwege dann zur Mühle locken, weil die Mühle wieder mal dort auf jeden Fall stehen bleiben. Da können wir uns das dort ein bisschen anschauen, wie wir das verbauen werden. Es klappt ganz gut. Oh, das müssen wir uns dann anschauen.
Machen wir in der nächsten Folge. Nämlich das Überlegen, was da falsch ist. Aber dann haben wir dreimal gut. Ciao.